Und damit ein wunderschönes Ahoi Ahoi, liebe Spaßgesellschaft, und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Rollercoaster Tycoon World. Bisher sieht's ja recht gut aus, wir kraxeln so langsam aus dem Finanzloch empor und auch aus dem Besucherloch. Und wir haben schon fast wieder die 500 erreicht, das finde ich natürlich sehr schön. Wäre natürlich super, wenn es noch weiter steigt, vielleicht wieder zu 550 oder so, mal sehen. Den Eintritt lasse ich mal so, es soll jetzt nicht meine Haupteinnahmequelle werden. Denn die Leute sollen einfach im Park Geld ausgeben. So wie hier, da habt ihr sehr schön viel Essen und Getränke gekauft. Das finde ich sehr gut. Das ist löblich. Was macht die Parkbewertung? Ja, hier ging es ja letztes Mal irgendwie grundlos bergab mit der Parkschönheit. Aber wir haben uns wieder eingependelt. Das ist sehr schön. Die Attraktionsvielfalt ist bedingt durch den ein oder anderen Effekt leider ein bisschen nach unten gegangen. Ja, der fliegende Teppich ist immer noch kaputt. Und Captain Mechanica ist nicht unterwegs. Zumindest sehe ich ihn gerade nicht. Wir schauen mal kurz auf der Hitzekarte, ob und wo wir ihn denn finden. Ja, ich glaube, das könnte er sein. Vielleicht ist er jetzt endlich auf dem Weg. Das ist doof. Irgendwie habe ich so den Eindruck, die lungern die ganze Zeit darum. Und da ist Hyper Hugo, der einen Hypercoaster haben will. Bitte lass das hier ein Hypercoaster sein. Ich weiß es gerade offen gesagt nicht mehr. Nein, es ist eine Drehachterbahn. Das heißt, die Besucherzahlen werden leider wieder einmal einbrechen. Toll. Ja, dass in meinem Park dunkel ist, ist mir gerade egal. Das ist nicht mein Hauptproblem. Aber ich finde schön, dass mal wieder eine Meldung in Gelb kommt, so wie dass der Park dunkel ist, weil das heißt, dass weniger Meldungen in Rot kommen. Und wir haben 500 Besucher erreicht. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass Hyper Hugo uns nicht wieder alles komplett zunichte macht. Immer noch 65, ganz ehrlich. Ich glaube, ich mache dich erstmal dicht. Weil irgendwie scheint jetzt gerade nicht so ein Bedarf da zu sein. Können wir wieder ein paar Kosten sparen. Ach kommt Leute, das sah doch gerade schon mal gefühlt besser aus. Ich will nicht wieder miese machen, da habe ich kein Interesse dran. Und ich habe miese gemacht. Oh nein, im Monat davor lief so gut, sogar in beiden Monaten. Aber keine Sorge, der gute Hyper Hugo wird es mir sowieso nochmal komplett versauen. Darauf freue ich mich schon total. Will ich ein Darlehen aufnehmen? Nee, ne? Nein, kann ich sowieso nicht. Egal. Ach ja, es lief so schön. Doch, Hyper Hugo wird es mir gleich sowas von zunichte machen. Ich bin gespannt, wie viele Besucher der diesmal vernichtet. Ich muss mal einfach so sagen, weil leider Gottes ist der Besuchereinbruch ja derartig stark. Und warum ist die Parkschönheit wieder gesunken? Was soll denn das? Wieder so grundlos. Mann, ey. Warum? Ich check's einfach nicht. Warum sinkt die grundlos? Also falls von euch mal jemand eine Ahnung hat, warum, wieso, weshalb einfach mal die Parkschönheit so drastisch nach unten geht, bitte teilt es mir mit, weil ich will es natürlich anders machen. War das, weil ich das geschlossen habe? Nee, ne? Ich mach das mal wieder auf, dann müsste es ja theoretisch wieder nach oben gehen, zeitnah. Also was ist zeitnah? Eigentlich müsste es dann sehr stark wieder nach oben gehen. Ey, wollte mich verarschen. Liegt das jetzt echt am Sanitäter? Krass. Das scheint wirklich am Sanitäter zu liegen. Unglaublich. Ja. So, Moment. Ich mache nochmal den Test. Ich mache ihn nochmal zu. Und guck mal, das müsste dann ja jetzt aufhören zu steigen und direkt wieder sinken. Zumindest theoretisch. 55, ja. Es ist um eingesunken. 54, es sinkt weiter. Na, bleibt's jetzt da? Ich bin gespannt. Weil wenn jetzt auch die Sunnies einen Einfluss auf die Parkschönheit haben, das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen.
Aber so ganz traue ich dem Braten noch nicht. Deswegen schauen wir einfach mal weiter. Ja, sieht jetzt nicht aus, als wenn es weiter sinken würde. Ist er schon da? Ja, der ist schon da. Und er wird enttäuscht werden. Das wissen wir ja jetzt schon. 53, ja. Es fängt wieder an zu sinken. Achso, jetzt nur in minimalsten Schritten. Aber hier war ja auch von 71 auf 52 innerhalb von einem Monat. Also von daher kann ganz gut sein, dass es 52, ja, es sinkt tatsächlich weiter. Warten wir mal ab, bis der Monat rum ist, dass wir mal hier eine Gerade hinkriegen. ...762 auf einmal. Ja, dann, okay, es scheint doch nicht damit zusammenzuhängen. Weil es war ja gerade noch auf 52, oder ich war einfach zu doof zum Lesen. Das kann natürlich auch sein. Will ich natürlich nicht hoffen. So, wir schauen mal auf die Finanzen. Wie schaut's aus? 2 Monate mit 400 im Plus. Das ist doch mal sehr schön. Sehr tröstlich und sehr löppig. Ja gut, wir haben hier sehr viel umgesetzt an Getränken und Futter. So soll's auch sein. Es soll natürlich schön so weitergehen. Zumindest so lange, also am liebsten soll es natürlich dauerhaft so weitergehen. Aber ich befürchte, es wird nur noch 55 Tage so weitergehen. Denn dann wird der Hyper-Hugo meinen Ruf zerstören. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Follower er hat, ob er auch 150 oder 100 hat. Ich hoffe nur 100. Dann ist die Auswirkung einfach nicht so stark. Hier mache ich mal wieder alles weg. Ja, in meinem Park ist es dunkel, das ist mir egal. Zirkus 1 ist immer noch kaputt. Ja. Das ist dann wohl so. Da kommt doch schon der Mechaniker, oder? Jawohl. Oder die Mechanikerin ist es, glaube ich. Dann macht das mal bitte schnell wieder heile, heile. So, das machen wir mal dicht. Wie lange haben wir noch? 40 Tage, okay. Noch ein paar Tage Zeit, um ein paar Dollar zu verdienen. Na, okay, da sind wir jetzt gerade mal mit 10% des Gewinns des Vormonats rausgegangen. Das ist natürlich weniger schön, aber ihr seht, wir haben hier fast 500 weniger an Getränken verkauft, sind aber noch im Plus. Das finde ich schon mal gut. Hat sich hier was wesentlich geändert? Nee, ne? Was macht meine Parkschönheit? Ach, die ist auf 719 gesunken. Oh. Wisst ihr was? Um jetzt nichts zu riskieren, werde ich den doch mal wieder eröffnen. In der Hoffnung, dass das wirklich Einfluss auf die Parkschönheit hat, wenn die sehen, dass ein Sanitäter hier rumläuft. Wo bist du denn? Ruht sich aus. Ja, dann ruh dich doch mal aus. Ach komm, wir schmeißen dich mal hier hinten hin. Ui, jetzt geht's aber wieder bergab hier. Dann hoffen wir doch mal, dass der Sunny hier schnell einen guten Eindruck hinterlässt. So, wo bist du? Ach ja, geh wieder zurück, genau. So. Noch 2 Wochen haben wir Zeit, dann wird unser Ruf ruiniert. Und nein, bei der Finanzlage lebt es sich dabei nicht gleich ungeniert. Denn bei der Finanzlage ist es einfach nur Dreck. Ich meine, komm ey, ganz ehrlich. Lieber Hyper-Hugo, hau ab. Wir sind doch jetzt auf einem guten Weg. Warum musst du es mir kaputt machen? Warum? Es lief doch gerade so schön. Also ich war zwar immer noch in Miesen, aber ihr habt es gesehen, ne? Hier allein in dieser Folge fast 2000 weggekommen aus dem Negativen. Bisher, ich meine, das sind gerade mal 10 Minuten rum. Und jetzt muss der es mir kaputt machen. Tja, getreu dem Motto, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat 2. Ja, natürlich hat er 150 Follower. Gut, soll dann natürlich direkt richtig reinhauen, wenn du es mir versaust, ne? Muss sich ja lohnen für dich, du blöder Sack. Entschuldigt bitte, aber wieder einmal nervt es mich tierisch, dass jetzt so viele Besucher abhauen werden. Und wieder einmal ist mein Park weiter gesunken. Der sinkt, hört irgendwie gar nicht auf zu sinken. So wie jetzt gerade meine Besucherzahlen. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht wieder zu viel Miese machen. Aber das wird man sehen, ihr Lieben. Mal schauen, ob wie viel diesmal runtergedrückt wird. Ob es jetzt auf 400, das wäre noch einigermaßen verkraftbar, denke ich. Darunter wäre es schon kritisch.
Ich hoffe, dass es nicht unter 400 geht, weil er hatte ja 150 Follower. Ich hatte gerade 550 Besucher. Das wäre fair, wenn es nur auf 400 gehen würde. Ob das so ist, weiß ich nicht. Noch mache ich ganz guten Greibach. Hier, Futterboden sei Dank. Also meine Läden, die rechnen sich allerdings sehr wenig. Macht die überhaupt Gewinn? Ja, doch. Und du hier hinten? Oh, du machst immer noch keinen Gewinn. Ja, weißt du was, ganz ehrlich, dich mache ich jetzt erstmal zu. Brauche niemanden, der hier nur Geld kostet. Gut, die Betriebskosten sind jetzt nicht so hoch. Also von daher, ja, ist jetzt die Frage, ob sich das jetzt so lohnt. Weil das sind jetzt, wenn du mal durch zwei teilst, sind das mal eben 17 Dollar im Monat. Aber ganz ehrlich, bei den einbrechenden Besucherzahlen haben oder nicht? Ach ja, so, bitte jetzt nicht mehr so viel aus dem Park verschwinden. Hier sehe ich noch eine Meute, die Richtung Eingang geht. Ich hoffe, ihr wollt nicht raus. Ich hoffe, ihr wollt alle nur was futtern und noch ein bisschen Geld da lassen. Und nicht euch aus dem Staub machen. Das wäre mein Wunsch. Ja, ich weiß, dass es dunkel ist. Und nein, ich habe immer noch kein Geld für Laternen. Aber danke der Nachfrage. Danke die Dame, danke der Herr. Ja, Merry-Go-Round ist immer noch kaputt. Das stimmt doch nicht. Ist ja schon längst wieder repariert. Ja, Plünder der Braten ist kaputt. Aber der Mechaniker ist da gerade unterwegs und repariert es gerade. Das ist schön. Das ist gut. Ja, ja. So, ich mache immer noch Gewinn, obwohl dir so viele Besucher weggebrochen sind. Das freut mich natürlich. Na, jetzt habe ich es laut ausgesprochen und schon bin ich in den Miesen. Tja. Was willst du machen, ne? Steck's nicht drin. Will ich dich doch aufmachen? Nee. Du nimmst ja gar nichts ein. Also vielleicht sollte ich Teddybären auch mal eher für Kinder ausrichten und nicht für Teenager. Das hat nämlich irgendwie so gar nichts gebracht. Ja, die Beliebtheit steigt schon mal minimal von 18 auf 22 und sie sinkt auf 10. Und wenn wir auf Erwachsene machen und die Musik mal abstellen, einfach mal irgendwas ändern. 26, 40, 42. Und es sinkt wieder. Na, vielleicht. Ich gebe dem Ganzen mal eine Chance, auch wenn mich jetzt doch die Verluste langsam wieder einholen. Und ihr seht, wir waren schon bei 4.800, jetzt sind wir wieder bei minus 5.000. Das ist natürlich nicht schön. Aber so langsam habe ich die leise Hoffnung, dass meine Besucherzahlen wieder steigen könnten. Oh, was ist denn hier mit meiner Parkschönheit los? Warum ist die denn so rapide gesunken? Okay, wahrscheinlich ist die Parkschönheit auch dadurch gesunken, dass der Influencer gesagt hat, hey, das ist total doof hier. Spiegelt sich wahrscheinlich über diesen Wert wieder. Ist zumindest die Theorie, die ich gerade habe. Weil die anderen Werte, die waren ja relativ unbeeinflusst. Also Gästezufriedenheit, das wäre eigentlich das, wo ich gerechnet hätte, hey, wenn ein Influencer sagt, dass es mies ist, wird es wahrscheinlich da hinablaufen. Ich habe da bisher noch nicht so genau drauf geguckt, welcher Wert sinkt. Aber so wie es aussieht, ist tatsächlich die Parkschönheit, die absinkt. Und ich hoffe einfach mal, dass sich das bald wieder erholt. Denn ich möchte auch irgendwann mal wieder anfangen, Geld zu verdienen. Seht ihr, ich mache nämlich nur Verluste. Das ist nicht schön. Oh, jetzt kamen direkt 6 Besucher. Ja, das ist doch mal fein. Okay, ich hätte das scheinbar nur die Teddybären an Erwachsene verkaufen sollen. Ich hoffe, dass es jetzt hier bleibt, dass es eine auf dem aufsteigenden Ast geht. Schaut's hier aus? Ja, du bist immer noch fleißig die Leute am Füttern. Das finde ich sehr gut. Ja, ihr sowieso. Mein Gott, 23.000 hat mir allein diese eine Burgerbude gebracht. Gut, wir sind auch in Jahr 17. Also, ja, ihr merkt, das Level zieht sich wie Kaugummi. So, soll ich mal hier 2 draus machen? Ich mache hier mal 2 draus. Muss reichen erstmal. So, ich schmeiße mal direkt hier vorne hin. Da kannst du die Leute belustigen. Dich dahin. Dann hoffen wir mal, dass wir jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr Gewinne machen und dass bald die Besucherzahlen wieder steigen. Ja, zack. Da hat es den Bums nach oben gemacht. Hier ist der Einfluss des Influencers vorbei.
Ein gutes halbes Jahr hat es gedauert, glaube ich. Warte mal, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Ja, halbes Jahr. Sehr schön, jetzt ist die Parkschönheit wieder oben und das heißt hoffentlich, dass jetzt auch meine Besucherzahlen wieder steigen. Sieht gerade gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Toi, 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 hoffentlich bleibt diese Entwicklung so. Und dann hoffe ich mal, dass wir in naher Zukunft endlich mal wieder sowas wie Geld im Portemonnaie haben, dass wir auch mal wieder was bauen können. Gott sei Dank ist diese Mission nicht auf Zeit vorbei. Na, vielleicht wäre sie dann wenigstens schon vor 10 Folgen vorbei gewesen, man weiß es nicht. Aber naja, so ist es halt, ne? Da machst du nix. Ich will ja hier nicht aufgeben, ne? Und ihr sollt ja auch meine Spielerfahrung teilen, deswegen werde ich da jetzt auch nicht das bewusst irgendwie wegschnibbeln oder so, um zu sagen, ja, hier, ich hab's geschafft. Wie, verrate ich nicht. Das ist nicht der Sinn eines Let's Plays in meinen Augen und deswegen mache ich das halt nicht. Ganz einfach. Die Besucherzahlen gehen langsam, aber mit einigermaßen kontinuierlichen Schritten nach oben. Das ist schön. Tja, du bist total unbeliebt. Was ist denn da los? Da bezahlst du nicht so viel. Ja, dann senken wir doch mal hier den Preis ein wenig. Das hier ist wiederum total beliebt. Dann erhöhen wir den mal ein wenig. Das hier läuft, glaube ich, auch so gut. Auch wenn da einige sagen, die bezahlen da nicht so viel für. Aber es stehen genug Leute an. Wie schaut's hier aus? Ja, du machst weiter in Reibach. Das freut mich doch. Endlich mal eine vorgefertigte Achterbahn, die gut ist. Muss ich mir für die Zukunft auf jeden Fall mal vormerken, dass die gar nicht so schlecht ankommt. Wir sind fast bei 4.500. Es sieht gut aus, Leute. Wir kommen tatsächlich mal aus dem Keller hier hervor. Zumindest hoffe ich das. Ja, wäre mal schön, wenn hier mal wieder ein paar mehr Getränke verkauft werden würden. Das würde mir dahingehend für dieses Unterfangen reichlich helfen. Aber erstmal brauche ich neue Besucher. Es geht nach oben. 435 haben wir. 436, es geht weiter. Mein Gott, gehen alle gleichzeitig kaputt, oder was? 1, 2, 3. Ne, Moment, bist du überhaupt kaputt? Ne, du gehst doch jetzt wieder. Ja, Schleudergang ist kaputt. Ja, Schleudergang ist defekt. Ja, Canyon Run ist defekt. Ja, es ist dunkel, mein Gott. Alter. Was ist alles defekt? Ette hier ist... Nee, Ette läuft wieder, ne? Ja, läuft wieder, sehr gut. Das läuft auch wieder, jetzt muss noch das laufen. Ja, guck, es geht doch. Und die Besucherzahlen gehen auch, wir sind bei 444. Wie schaut es gewinntechnisch aus? Ja, es läuft so langsam wieder einigermaßen. So, jetzt müssen wir uns leider tatsächlich noch ein wenig in Geduld üben, meine Lieben. Damit wir endlich wieder Geld in den Fingern haben. Boah, ich war schon bei 3... Ich hatte schon 2000 mehr Parkwerte. Das sinkt natürlich kontinuierlich. Oh, Moment. Warum ist meine Parkbewertung jetzt wieder so runtergegangen? Ist das jetzt etwa die Nachwirkung des Maskottchens, das ich entlassen habe? Ich hoffe nicht. Also sonst müsste ich den nämlich wieder dazu holen. Was mir natürlich wieder Geld kostet. Oioioioioi, das hat jetzt aber reingehauen. Oder das war, weil so viele Attraktionen mal wieder gleichzeitig kaputt waren. Na komm, erhöhen wir es mal. Das Doofe ist, ich kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, ob es jetzt an den Schaustellern liegt, die ich hier angestellt habe, weil, wenn jetzt der Parkwert hochgeht und parallel Attraktionen repariert, dann weiß ich nicht, ob es an den reparierten Attraktionen liegt oder ob es daran liegt, dass ich jetzt den dritten Schausteller wieder eingestellt habe. Das kann ich nicht sagen. Ich wünschte, ich könnte es, aber es geht einfach nicht. So, du ruhst dich aus. Nein, du ruhst dich nicht aus. Du gehst jetzt dahin und belustigst die Menschen. So. 450 Besucher. Es wird doch langsam wieder einigermaßen was. Ja, Lieben, es tut mir auf jeden Fall leid, dass ihr jetzt so lange das mit ansehen musstet, wie es leider finanziell nicht so rund lief. Das ist eben das Problem. Das kann passieren, wenn man sich verkalkuliert. Die erste falsche Entscheidung, die ich getroffen habe, war, wie gesagt, dass ich dieses
Gerät hier leider viel zu weit außerhalb platziert habe, weil ich gesagt habe, ich will keine Bäume entfernen, das kostet zu viel Geld. Tja, das hat mir im Endeffekt einiges an Einnahmen weggerissen, weil natürlich alle Leute, also ich erkläre es nochmal für die, die das nicht gesehen haben, es fehlten mir, also diese Pirateninsel hatte ich zu dem Zeitpunkt nicht und die Achterbahn nicht, das heißt der Bereich hier hinten war leer und ich habe dann diese Attraktion hier gebaut. Folge war, alle Leute haben sich hier angestellt, weil die Attraktion natürlich immer sehr gut läuft. Und alle haben sich hinten getummelt, was wiederum zur Folge hatte. Keiner hat sich hier vorne getummelt, keiner hat hier was gefuttert, keiner hat hier die Attraktion besucht. Und deswegen ist mein Gewinn brutalst eingebrochen. Dann kam eins zum anderen, ich wollte den Influencer zufriedenstellen, habe deswegen ein Darlehen aufgenommen. Dann haben mich die Zinsen aufgefressen. Dann war ich erstmal im Finanzloch. Dann war ich wieder einigermaßen bei Null, habe dann ein neues Darlehen aufgenommen, damit ich diese Drehachterbahn bauen konnte. Dann mich wieder die Zinsen aufgefressen und so weiter und so weiter. Deswegen möchte ich kein weiteres Darlehen aufnehmen. Deswegen brauchen wir einfach ein bisschen Geduld. Und ihr Lieben, deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt hier meinen Cut. Machen wir nochmal ein bisschen das Ganze aus der Ferne. Dass wir ein bisschen Abstand gewinnen von den Problemen, die in diesem Park auf uns lauern, nämlich finanzieller Natur und reparaturtechnische Probleme. Und ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wir haben zum Ende der Folge sogar noch die minus 4000 geknackt, also nach oben hin, toi toi toi, dass es so weitergeht. Und ich hoffe, beim nächsten Mal können wir endlich wieder ein bisschen was investieren. Ich freue mich auf euch, bis dann, tschüss Sikowski.